Willkommen zu Impossible Prototyping. Das Projekt für das heutige Video ist ein POV-Display. Zuerst wollen wir einen kleinen Überblick über das System bekommen. Das POV-Display besteht eigentlich aus mehreren Teilen. Im ersten Teil, das ist ein Computerprogramm, welches die Reiche des Bildschirmes aufnimmt und die Bilder dann serialisiert und über WLAN auf unseren rotierenden Teil überträgt. Auf dem rotierenden Teil ist ein Arduino ESP8266, der direkt mit einem FPGA verbunden ist. Dieser FPGA empfängt dann die Pixeldaten und steuert unsere LEDs an. Die ganze Platine wird dann noch mit 12 Volt von unserem Support versorgt. Auf unserer Supportkonstruktion haben wir auch einen Motor, eine Motorsteuerung, die die Geschwindigkeit des Motors steuert. Hierzu werden zwei Sensoren verwendet. Der eine Sensor gibt Feedback für die Motorsteuerung, um die Drehzahl zu halten, und der andere Sensor gibt Feedback zum FPGA, damit der FPGA genau weiß, wann eine neue Umdrehung beginnt. Im nächsten Schritt schauen wir uns kurz die 3D-Konstruktion an. Hier haben wir das Gehäuse, das hauptsächlich zur Sicherheit vorhanden ist, und vorne eine Plexiglasplatte als Abdeckung. Im Gehäuse ist der Motor montiert. Und auf dem Motor wird dann unsere rotierende Platine montiert. Als nächstes müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die LEDs anordnen. Ich habe mich entschieden, vier Flügel zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass man den gesamten rotierenden Teil besser balancieren kann. Wenn man zum Beispiel nur zwei Flügel hat und das leicht aus dem Gleichgewicht ist, wird es viel schwieriger, das gut zu balancen. Mit den vier Flügeln können wir uns dann mit der Auflösung spielen. Was ich gemacht habe, ist, dass ich zwei Flügeln doppelt verwende, das heißt dieselben LEDs mit demselben Abstand, und die anderen zwei Flügel um ein halbes Pixel verschoben habe. Somit bekomme ich effektiv die doppelte Auflösung. Wenn wir dann alles zusammenzählen, kommen wir auf 131 mal 131 Pixel. Als nächstes müssen wir uns auch überlegen, wie wir die LEDs gruppieren. Jede LED beinhaltet einen LED-Treiber, der serielle Daten aufnimmt und dann die Lichtintensität abgibt. Um die Sachen schnell genug anzusteuern zu können, werden die LEDs in Gruppen eingeteilt. Hier habe ich mir eine Formel ausgedacht, mit der man die Gruppengröße je nach Abstand zum Mittelpunkt ausrechnen kann. Und damit komme ich auf folgende Gruppierungen: die erste, die fünfte, die sechste bis elfte, zwölfte bis neunzehnte, und der Rest ist in diese Gruppen eingeteilt. Zum Schluss haben wir uns auch noch beim FPGA etwas zu überlegen. Der Aufgabe des FPGAs ist es, einerseits die Daten von außen zu bekommen und einen internen Frame-Buffer zu halten. Und mit diesem Frame-Buffer werden dann die LEDs ausgegeben. Aber wir haben nur den Winkel und den Abstand jeder LED. Und das müssen wir aber in kartesische Koordinaten umrechnen. Und das passiert mit Hilfe eines Quadix-Algorithmus, der sehr optimiert im FPGA intern in Hardware diese Umrechnung machen kann. Das Ganze rundherum wird verwendet, um eine höhere Performance durch Parallelismus zu erreichen. Hier gibt es die Maschinen, die die seriellen Daten zu den LEDs schicken. Das Ganze wird dann koordiniert mit einer External State Machine, und die External State Machine berechnet dann für jeden Pixel die Daten, und diese werden dann in die State Machine gereicht. Nun ein paar Ausschnitte aus dem Entwicklungsprozess. Wer mehr von der Timelapse sehen will, einfach den eingeblendeten Link klicken.
Hirn und das Ergebnis unserer Arbeit.